Willkommen zu einer weiteren Folge Call of Duty Mobile Battle Royale auf der Blackout Map. Wir wollen uns in der heutigen Folge einmal das Fracking genauer ansehen. Und wir springen so ab, dass wir dann über den Fracking-Turm landen werden, um uns einmal diese Technologie genauer anzuschauen. So, dann schauen wir uns mal hier diese Fracking-Anlage an, die dazu dient, Erdöl oder Erdgas aus Schiefergestein herauszuholen. Also die nämlich dann durch Bohrtürme in die Tiefe gebohrt wird, in das Schiefergestein und dann durch hohen Druck Wasser dann eine ganze Reihe an Chemikalien und Sand in das Erdreich gepresst wird, um dann das Gas und das Öl, was dann in dem Tiefe gelagert ist, herauszupressen. Das ist ja anders als bei konventionellen Öl- oder Gasquellen, wo dann durch den hohen Druck man das Gas oder das Öl direkt fördern kann. Das ist jetzt bei dem Fracking nicht so einfach möglich. Da muss man also dann mit entsprechend hohen Drücken arbeiten, um dann diese Gasvorkommen oder diese Erdölvorkommen dann nutzen zu können. Verfahren, was jetzt auch nicht neu ist in der Vergangenheit, aber wirtschaftlich nicht sinnvoll war. Einfach zu teuer ist im Vergleich zu der konventionellen Förderung von Öl oder Gas, aber mittlerweile durch den Anstieg der Gas- und Ölpreise auf dem Weltmarkt lohnt das Verfahren mittlerweile aus wirtschaftlicher Sicht, auch wenn der Aufwand, wie gesagt, deutlich größer ist. Airdrop incoming. Shit. Thank you.
Ja, dann schauen wir uns hier mal diese Fracking-Anlage an, die dazu dient, Schiefergestein, Öl oder Erdgas zu gewinnen. Das heißt, wenn ich jetzt hier über diese Bohrtürme unter hohem Druck im Wasser mit Sand und entsprechenden Chemikalien vermischt, dass in die Tiefe gepresst wird, um dann das Gas oder das Erdöl, was dann in der Tiefe lagert, auszulösen. Das ist ein Verfahren, was jetzt nicht neu ist. Das gibt schon lange Zeit in der Vergangenheit. Nicht wirtschaftlich darstellbar, sodass das sich nicht lange durchgesetzt hat. Mittlerweile durch den steigenden Öl- und Gaspreis lohnt sich dieses Verfahren. Das sind einfach also Vorkommen, die vorher uninteressant waren. Nun erschließt, anders als bei konventionellen Öl- oder Gasquellen nutzt man dann ja, muss das Gas, was da gelöst ist, Öl, unter hohem Druck herausgelöst werden. Und dann wird es halt hier, man sieht es hier vorne in den Tanks gelagert. Hier sind dann entsprechend die Chemietanks, die man hier dann sieht. Und dann wird das halt in die Tiefe gepresst, herausgelöst. Bei konventionellen Quellen ist die Gewinnung deutlich einfacher. Das kann man dann recht schnell auflösen. Almost ready. Fahren ist also aufwendiger, die Kosten sind entsprechend höher, aber mittlerweile Kanadier und die Amerikaner nutzen dieses Verfahren, das Fracking-Verfahren, um Gasquellen und Ölquellen zu erschließen. In Europa ist es kein großes Thema, einfach weil die Mengen, die man dort gewinnen könnte, zu klein sind, der Aufwand zu hoch ist, sodass es sich wirtschaftlich nicht darstellen lässt, Fracking einzusetzen. Wir verlassen jetzt mal hier diese Fracking-Anlage, um innerhalb der Safe Zone zu bleiben. Gucken, wie weit müssen wir? Ach, ist gar nicht so weit. In Richtung Norden. Ja, also Europa ist kein großes Thema. In Europa gibt es nicht so viele Gas- und Ölquellen. Wir haben noch ein paar in der Nordsee, die noch konventionell erschlossen werden. Aber es gibt jetzt... Fracking ist im Moment nicht im Fokus. Ob sich das ändern wird, wird sich zeigen, ob man auf diese fossilen Ressourcen noch setzen wird oder ob das Location exposed. Sich vorher nicht schon erledigt. In Deutschland zum Beispiel gibt es noch ein paar Gasfelder in Norddeutschland, die man damit gegebenenfalls erschließen könnte, aber da besteht kein Bedarf, das
Erdöl wäre zu teuer, um es am Weltmarkt verkaufen zu können. Deswegen würde es dann eher darum gehen, die Technologie oder die Fördermechanismen sich mal anzusehen, ob das noch dort noch sich weiterentwickeln kann. Ansonsten, also technologisch ist das irrelevant. Das wäre in anderen Ländern. Es ist interessant, dass auch die Amerikaner sind. Das ist mittlerweile so weit ausgerollt, dass das dass die Amerikaner also ihre Ölimporte deutlich zurückfahren konnten beim Export. Weil das Gas mittlerweile sogar exportieren können, das Erdgas. Und das ist natürlich für die Amerikaner ganz attraktiv. Als weil es einfach dazu führt, dass sie unabhängiger werden vom Weltmarkt und den Möglichkeiten. Airdrop has been delivered. Für Deutschland, wie gesagt, oder Europa wird das Fracking keine Rolle spielen. Was man noch berücksichtigen muss, die Technologie ist jetzt nicht ganz ohne Risiken. Durch das Einbringen dieser Chemikalien, die man braucht zur Gewinnung des Erdgases, des Erdöls, also kann es zu einer Verseuchung des Grundwassers kommen. Das muss nicht, wenn alles sachgemäß umgesetzt wird, passiert nichts. Aber es kann halt dazu führen, wenn sich das Wasser, was da in die Tiefe gepresst wird, mit den Chemikalien mit dem Grundwasser verbindet und aufsteigt und dann in die grundwasserführenden Schichten aufsteigt, dann wird das Grundwasser kontaminiert. Und das wäre dann tatsächlich so stark kontaminiert, dass es mit heutigen Mitteln nicht wieder aufbereitet werden könnte. Und deswegen ist das halt tatsächlich ein Risiko. So, jetzt haben wir hier gerade noch einen gesehen. Also das gilt es zu beachten. The safe zone is collapsing. Wenn man entsprechende Fracking-Methoden einsetzt, das ist halt nicht so eine gravierende Umweltverschmutzung kommt. Auch da gibt es Beispiele in den USA, dass dort nicht sachgemäß gearbeitet wurde und es dann zu Verschmutzung des Grundwassers kam. Das muss man berücksichtigen beim Fracking. Von daher ist es eine Technologie, die jetzt den Übergang weg von den fossilen Energieträgern einläutet, was die Gewinnung von fossilen Ressourcen angeht. Mit Kohle geht es natürlich nicht. Aber mittelfristig wird sich das wahrscheinlich auch nicht durchsetzen, sondern auch die Mengen begrenzt sind, vor allem ist das Verfahren halt sehr aufwendig und die Gas- und Ölfelder, die man durch Fracking gewinnen kann, sind sehr schnell erschöpft, es sind deutlich geringere Vorkommen. Dort kann man dann nicht so viel Gas und Öl gewinnen, man muss also sehr schnell wieder die Fracking-Anlagen wieder abbauen.
was. Airdrop incoming. Fördern zu steigen, kosten, das ist einfach unwirtschaftlich, das zu machen. Airdrop has been delivered. So, schnappen wir uns mal hier den Wagen mit dem MG-Geschütz. Ich komme nur auf den Hügel, das kann auch nicht schaden. Das ist die Position. So, ja, also wie gesagt, das Fracking ist ein Verfahren, das jetzt schon seit etlichen Jahren in Amerika und Kanada sehen, aber es ist jetzt nichts, was, denke ich, langfristig dazu führen wird, dass wir erneute intensiven Einsatz von fossilen Energieträgern angeht, denn basiert die Weltwirtschaft immer noch hauptsächlich auf der fossilen Energieversorgung. Rüstung upgraden. Und dann ziehen wir wieder Position auf den Hügel. Also von daher, das Fracking ist eine weitere Technologie zur Gewinnung von Erdgas, Erdöl, leistet seinen Beitrag zur Versorgung mit fossilen Energieträgern. Aber ich denke nicht, dass das dann langfristig dazu führen wird. Dass die Erneuerbaren einfach günstiger werden sich dann langfristig durchsetzen. Das macht die Erneuerbaren als attraktiv, dass sie unabhängig von Fördermethoden sind. Da habe ich nur die Windanlagen, die Photovoltaikanlagen aus dem Strom produzieren. Wasserkraft. So, ja, wir haben noch 4 Spieler im Spiel. Jetzt nehmen wir uns mal am Rand. Da kommt mal einer. Airdrop incoming. So, jetzt haben wir noch einen. This thing
collapsing. So. Ja, dann bedanke ich mich wieder fürs Zuschauen bei dieser Folge und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.